Energy YouTube Show. Entweder oder. Mit Junggesellen. Jungens, Arschgeweih oder Nippelpiercing? Also bei Frauen jetzt, oder? Also nicht bei uns selber. Nee, schon bei euch. Was wie bei uns? Ja, natürlich. Nippelpiercing kann man leichter wieder entfernen. Ja, Argument, Leute. Ja. Und bei Frauen? Kommt auf die Frauen. Ich glaube auch Nippelpiercing. Oh, ich weiß nicht, ich glaube Arschgeweih. Arschgeweih? Ich weiß es nicht, Mann. Was willst du denn im Arschgeweih? Das kannst du nicht anpassen, also. Ja, aber es betont so schön diesen hinteren Bereich. Und Rücken über dem Pfeil, so, aber wer hat schon einen Pfeil? Das stimmt, das haben die wenigsten eigentlich. Das sollte man einführen. Können wir als Merch machen, so als Tattoo-Motiv. Als Merch? Oh, nö, da ist schon richtig so. Ja. Als Merch schicken wir dann halt immer so einen Tätowierer zu den Leuten nach Hause, sticht dir dann so einen Pfeil in den Arsch. Hallo, ich komme von den Junggesellen. Legen Sie sich hin. Ja, super. Ja, neue Idee. Dreirad oder Bobbycar? Bobbycar, auf jeden Fall. Ja, ja, ich war früher der heftigste Bobbycar. Sind wir schon mal Bobbycar gegeneinander gefahren? Oh ja, und zwar beim Abi-Gag. Ja, und ich hab dich abgezogen. Ja, hast du tatsächlich. Ja, ich war früher so heftig da unterwegs. Mhm. Aber Dreirad wird es mich wahrscheinlich abziehen. Also es gibt auch richtig coole Dreiräder, die haben vorne irgendwie so ein Gummirad und hinten zwei Plastikräder. Mit denen kann man voll geil driften und ich bin ein riesen Drift-Fan und deswegen fahre ich die Dinger auch extrem. Und mit Bobbycar geht das natürlich auch. Deswegen einigen wir uns mal auf Bobbycar, oder? Ja, Bobbycar. Ja. Ist ein All-Time-Classic, so ein Bobbycar. Klugscheißer oder Besserwisser? Besserwisser. Ja, Besserwisser. Klugscheißer sind mehr nervig. Nee, Klugscheißer ist, wenn man irgendwie mit seinem Wissen prahlt. Wir wissen beide überhaupt gar nichts, von daher können wir auch nicht damit prahlen. Deswegen würde ich sagen, auf die eigene Meinung beharren, Besserwisser. Licht an oder Licht aus? An. Licht an. Ah, nee, und mit der neuen Kamera geht auch Licht aus. Das stimmt, wir haben eine neue Kamera. Damit geht auch tatsächlich Licht aus. Und es sieht super aus. Genau. Ja. Wir filmen jetzt mal Nacht. Tatsächlich, ja. Ohne Licht? Ja. Die Kamera braucht so gut wie gar kein Licht. Meistens reicht, wenn man sich einfach von dem Kamerabildschirm oder von dem Handybildschirm anstrahlen lässt. Ist ja amazing. Es ist Wahnsinn, ja. Es ist der Shit. Zukunft. Wie lange wollt ihr noch YouTube machen? Wir haben vor, das jetzt nicht konkret zu sagen, okay, jetzt machen wir YouTube hier, okay, und jetzt stopp, jetzt werden wir irgendwie Bauarbeiter oder so. Sondern wir haben halt vor, aus... Nächste Woche sind wir auf dem Bau. Ja, du vielleicht. Oder? Da wäre das Arschgeweih schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Nee, auf jeden Fall haben wir vor, aus YouTube heraus quasi, aus dem Job, den wir machen, aus den Sachen, die wir lernen und aus den Kontakten, die wir knüpfen, eben andere Karrierepfade quasi irgendwann einzuschlagen. Also wir wollen halt irgendwann auch Filme drehen, generell ein bisschen professioneller Musik produzieren. Ja, aber ich denke, man kann sagen, dass wir auf jeden Fall mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit die nächsten 5 Jahre weiterhin YouTube machen werden, wenn nicht länger. Ich denke auch. Und wie wir alle wissen, sollte man nie die Pläne unterschätzen von Männern, die in Erwägung ziehen, sich 2 Spülmaschinen in die Küche zu stellen. Vielen, vielen Dank, Jungs. Danke, dass ihr da wart. Tja, das war's dann auch schon mit dem Entweder-Oder mit den Junggesellen. Wann gibt's denn eigentlich das volle Interview, lieber Typ? Das gibt's am Sonntag um 20 Uhr auf Energy. Juhu!